Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Play Train Fever Staffel Nummer 4 mit mir, dem Felix. Und wir haben einige Probleme. Und zwar das Hauptproblem ist auf alle Fälle, dass unsere Züge hier auf der Hauptstrecke sich nicht austauschen können, weil sie kein Bahnbetriebswerk erreichbar haben. Wir hatten zwar schon mal vor, ich will nicht lügen, drei, vier Folgen, dieses Konstrukt hier errichtet mit einem Lokschuppen, der hier ist. Den habe ich die letzte Folge gelöscht, weil das hier, das bleibt zwar so, aber das ist halt mehr ein Schrottplatz, ne, mit Abstechgleisen jetzt hier. Nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem jetzt hier ein Bahnbetriebswerk errichten, und zwar mal ein ordentliches, weil wir haben ja hier doch ein paar Bähneln dann, die hiermit dann betreut werden sollen, die von hier aus bedient werden sollen, so rum. Das wäre dann wahrscheinlich die Regionalbahn hier oben über Radebeul-Greifswald, die wir in den letzten Folgen gebaut haben, die hier hoch nach Leipzig fährt, die Hauptstrecke Zwickau und die gesamte Regionalbahn, die sich dann jetzt hier in diesem Bereich erschließt, die bis jetzt bloß von den Gleisen her bis nach Wittenberg geht. Das soll alles dann am besten mal irgendwie hier eine Anbindung finden. Dafür habe ich eigentlich extra hier so ein schönes Gleiskonstrukt gemacht, dass man wirklich von dem Gleis ganz links nach ganz rechts fahren kann. Zwar erst hier hinten, aber es sollte eigentlich gehen. Ich habe zwar auch überall hier so ein paar Signale noch gemacht, von wegen Rechtsverkehr, also hier Einbahnverkehr. Aber eigentlich sollten die nicht stören, weil auf dem mittlersten Gleis soll es trotzdem durchgehen. Ich verstehe zwar trotzdem nicht, warum die Züge das jetzt hier nicht gefunden haben. Deswegen bauen wir die Sache hier nochmal ein bisschen um. Und setzen jetzt das Bahnbetriebswerk hier hin, wo so das Feld ist. Ich weiß nicht ganz, ob wir hier die Straßen so lassen können. Ich glaube es mal eher nicht, weil die werden uns viel zu sehr im Weg sein. Drum legen wir das hier alles mal ein bisschen um. Also auch so blöd ist es gerade hier hin, dieses Ölfeld. Ich schätze mal, wir legen das auch nochmal um, oder? Ach, gucke, da geht es nämlich schon wieder los. Wir können ja... Aber wir müssen Brücke oder Tunnel. Ach, ich lasse das jetzt, Alter. Das sind dann für unsere ölbeheizten Dampfloks ist es dann hier gleich... Das Ölfeld, das haben wir gleich am Haus, ganz einfach. Ich mache mir da jetzt keine großen Gedanken wegen so ein paar scheiß Straßen. Was ich aber gerade am Suchen bin, ist der Lokschuppen. Hier haben wir den. Und, achso, wieder, aha, da, gut. Ja, Gleisende müsste das ran, ein Abstellgleis. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir jetzt hier rüberkommen. Auf jeden Fall müssen wir erstmal so hier in die Richtung. Signal am besten mal. So nämlich. Es werden ja eigentlich sogar dann wie zwei Gleisdreiecke oder so. Ich will ja auch von hier oben welche auch hier reinfahren. Oh, es müssen dann doch mehrere Lokschuppen mal ganz einfach werden. Ich weiß noch nicht so ganz wie. Echt. Kollision von wegen Terran. Achso, wegen dem Gleises. Puh. Ich weiß es echt nicht so ganz, wie ich das mache. Hier gleich rein, ja. Das Gänge sind zwar hier ein bisschen
mit drin, aber nichtsdestotrotz. Ich weiß noch nicht ganz, was das hier gerade wird. Geht ne. Ah, oh, ich brauche mehr Abstand. Genau noch ein Gleis. Oh. Also, eins, zwei, eins, zwei dazwischen Platz lassen. Jetzt können wir das hier hinsetzen. So. So, will ich es ein bisschen schön machen. Die können auch weg. Und mal jetzt hier versuchen. Ach Gott. Ich führe gerade Selbstgespräche. Merke ich. Aha, okay, wenn das das Einzige ist. Anscheinend haben wir jetzt hier ein Problem mit dem Gleis, was hier reingeht. Also müssen wir hier ein Stückel löschen. Okay, wie geht denn das? Okay, wir können auch einfach versuchen, ein bisschen frei Hand zu ziehen. Ganz so schlimm wird es schon nicht sein. Da knallen wir auch noch in den... da rein. Kacke! Wenn ich das lösche, dann lösche ich ja den auch mit automatisch. Ach, das wäre doch zu schön gewesen. Wenn es gleich so gut geklappt hätte. Mann, oh Mann, oh Mann. Oder wir machen doch... wir hätten ja... wir haben doch auch noch den anderen. Den hier noch. Ach, das wird doch noch ein Stück breiter. Hä? Ne, weil das Gleis einfach zu hoch ist. Das Gleis muss ein Stück nach unten. Bei mir gewittert's. So, nochmal probieren? Nee. Kacke! Das ist halt die Scheiße, dass man das ne jetzt einfach so frei platzieren kann, sondern immer an das Gleis angewiesen ist mit dem Lokschuppen. Ja. Nur das... muss ich jetzt übelst viel rumprobieren. Ich bin doch noch, also ich bin auf jeden Fall auch noch ein Stück zu weit. So, hier. Jetzt, ich hätte noch gerne mit da drin gehabt. Boah, das muss halt auch schön aussehen. Das ist es ja. Immer ein bisschen merken, wo die Gleise ungefähr lagen. Na gut, jetzt sind wir ein Stück zu weit. Jetzt können wir uns ja das hier machen. Setzen das hier ran, löschen das Stückel und machen nur ein kleineres Stückel nach vorne. So. Oh, sind immer noch zu nah. Ach, das ist doch echt kacke.
Ja, jetzt kommen wir hier niemals im Leben richtig rum. Also, es ist echt scheiße. Echt ohne Mist. Ganz ehrlich. Das Gleis hätte schnell löschen sollen. Ah, lol, jetzt steht er trotzdem. Kollision. Du willst mich verarschen. Ich hätte gerne hier die zwei Ringlokschuppische. Warte mal. Wir können auch den hier ransetzen. Ich schätze mal, das wird mein Tod sein, wenn ich das Stückel hier lösche. Mal ausprobieren. Komme ich hier noch ran? Nee. Och, so eine Wichse. So. Mal eben nochmal die Weichen weglassen. Zum Glück kostet mich das nichts. Echt. Sollte mich zu sehr aufregen, einfach nur. Oh, ey, wir schaffen gar nichts in der Kackfolge hier. Ey, ohne Scheiß. Ich will ein bisschen gerade hier einrasten. Aber den Punkt finden, das ist das. Jetzt, oder? Wird da falsch geklickt. Gut, wir sind auf jeden Fall noch zu nah. Das ist ja kein Problem. Noch ist es kein Problem. Immer noch zu nah. Oh, oh. So, wehe, du gehst jetzt noch nicht. Danke. Ja, ne? Also es geht auch. Ein Glück bin ich nochmal auf die Idee gekommen. Aber... Bitte in zwei Schritten bauen. Ich wein sonst. Meine Fresse. Zwei Schritte bauen. Du kommst doch mal weg. Oh, oh. Doch, geht. Oh, ein Glück. Es hätte ja jetzt noch sein können. Es hängt dann am... am Gebäude fest oder so. So und so. Krümmung zu groß, willst du mich verarschen? Boah, bis hier hinten. Alter. Okay. Jetzt kann man erstmal von hier, kommen wir nach da und sollte funktionieren. Hier können die Züge auch da rein. Eigentlich. Ja, es sind halt jetzt zwei Lokschuppen. Jetzt war noch die Frage, wie man von hier. Hier werden wir doch niemals richtig rumkommen. So, das geht. Oh, nochmal. Ich muss echt nochmal sagen, aber Alter. Wir kommen hier noch rum. Mach hier nochmal einen Flankenschutz rein. Geht der? Geht, ne? Muss ein Stück länger sein. Oh Mann, mach das doch mal, ne? Alles so kompliziert, das Spiel. Echt mal, das ist
wenn man hier in dem Spiel Schild bauen will, dann lässt das Spiel einen einfach nicht. Warum will denn das nicht bauen? Mann! Jetzt liegt es an Gleisenrich an. Warum lag denn das da vorher noch nicht an? Jetzt machen wir hier wieder einen blöden, krummen Buckel. Das nervt, das stört mich. So, wir haben ja jetzt, glaube ich, auch Prellböcke oder sowas. Das hier, sind das richtige Prellböcke? Achso, das setzen wir hinten dran. Das ist nämlich auch eigentlich ein Lokschuppen dann. Haben wir hier nochmal Prellböcke? Ja. Die können wir einfach aufs Gleis setzen. Zapp! Sehr gut. Geil. Ah, da können wir auch gleich hier die Abstellgleise. Na, wo bist du? Bip! Kann ich die mit M und N drehen? Nee, das geht nicht. Wenn ich eh was von euch gelernt habe, ne, dann ist es, dass man alles irgendwie mit M und N machen kann. Die Weiche kann, muss eigentlich auch weg. Wir kämen hier noch ein bisschen schöner dran vorbei. Wenn das geht, dann machen wir das auch. So. Geht zwar, glaube ich, hier kurz bergauf. Das war mal ein Ablaufberg, ganz einfach. Ich weiß es noch nicht so ganz, ob es jetzt die Züge raffen, dass die hier reinfahren könnten. Vorher hätten sie es auch gekonnt. Aber nicht gemacht. Ich weiß nicht, wo jetzt vielleicht gerade mal einer ist. Nämlich irgendwie nirgends. Wir haben doch auch... Leute. Ei. Oh, ich habe einfach nicht auf Ja gestellt. Na dann ist mir alles klar. Jetzt würde mich auch gleich mal interessieren, ob er hier... Ach, da, das ist ja jetzt schon... Gleich die neue Lok. Hä? Also müssen die doch nicht ins BW reinfahren. Okay, dann wissen wir aber wenigstens das mal. Das habe ich jetzt quasi rausgefunden. Da habe ich voll das schöne, fette Priesending hingebesetzt. Das können wir jetzt noch in der nächsten Folge noch mal ein bisschen verschönern. Mit ein paar Deko-Objekten und noch ein paar Abstellgleisen und all sowas. Aber trotzdem erfüllt es uns jetzt die Sache, dass wenn wir hier einen Zug ins Depot schicken, dann sollte es funktionieren auf alle Fälle. Genau. Von hier können dann die Züge hier hoch nach Zeitz. Ah nee, können sie gar nicht. Hier fehlt noch... Ah doch, können sie. Hier eigentlich können sie wechseln. Nicht genügend Platz, war mir klar. Und hier wird man niemals reinkommen. Gut, ja, in der nächsten Folge tun wir das ja noch ein bisschen ausschmücken mit ein paar Gleisen und sowas. Das ist ja, was ja jetzt ist, ist der Grundbedarf. Das, was noch nach nichten aussieht, muss man so sagen. Gerade hier diese weiche Straße würde ich auch nochmal gerne ein bisschen entschärfen und gerade setzen hier. Aber, na, ich sag mal, nächste Folge, weil die Folge ist auf jeden Fall lang genug. Ich sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und dann sage ich mal ganz einfach, bis zur nächsten Folge, bis dahin und... Ciao.